ist der eine Auftritt. Du hast eine Chance. Diese Möglichkeit in diesen paar Minuten nach uns vorbei. Das ist einfach ein Moment, wo wir alle zusammen miteinander kreieren. Es wäre für mich persönlich mega schlimm, müsste ich jeden Tag x Stunden vor dem PC hocken. Es ist wirklich, glaube ich, das Klischee, das in meinem Kopf ist, dass sie einfach so rumtanzen sind am Boden. Das Projekt von der Swisscom ist für uns mega aufregend, auch so eine Kollaboration von so zwei verschiedenen Welten. Ich erwarte die Performance am Energy Air, dass wir eine richtig geile Show anbringen. Wir wollen wirklich, dass Leute alle ihre Handys für genommen und komplett übergekehrt. Ich bin Nino Akagdi, Creative Director und 3D Artist bei Nexthype. Ich bin Mitgründer, Bro. Hau auf. Mein Alltag, ich stehe auf, ich gehe arbeiten, gehe wieder heim, gehe pennen, stehe auf, gehe wieder arbeiten. Und wenn ich halt nicht vor dem PC hocke, dann gehe ich gerne mal Energie rauslassen, ein bisschen Parkour rumgumpen. Ganz ehrlich, ich weiss noch gar nichts über mein Gegenüber. Wir wissen nur, dass es B-Boys sind. Das heisst, ich erwarte geile Tanzeinlagen. Ich bin Michaela Quitt, a.k.a. Checkoflex. Ich bin Tänzerin, Choreografin, ich performe, ich paddle und ich tanze mein Leben lang. Mein allererster Einstieg war ein Dancecamp. Das hat mich gepackt. Das hat mich irgendwie auch gerettet damals als Teenie. Das ist vielleicht auch ein Grund, wieso ich überhaupt noch da bin. Es fühlt mich mega aus. Ich bin mega schlecht im Reden, alles in Wörter fassen, deswegen umso mehr fühle ich mich einfach mit dem Körper zu sprechen und mich bewegen. Und heutzutage ist es einfach auch mein Beruf. Also, ich kenne nichts anderes, ich mache nichts anderes. Es ist einfach Tanzen. In diesem Projekt arbeite ich mit anderen Tänzern, anderen Künstlern zusammen. Wir sind bei diesem Projekt dabei, weil wir genau der gleichen Meinung sind wie Swisscom. Nur zusammen können wir etwas schaffen. Wenn ich sie sehe am Tanzen, dann wollte ich halt gerade, am liebsten würde ich gerade loslegen. Es ist heftig, es ist zu krass. Logisch hocken die stundenlang. Swisscom hat die zwei Welten zusammengebracht und es ist definitiv eine Herausforderung. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Schwierigkeit in der Zusammenarbeit mit dem Tech-Team sein wird, dass wir unsere Vorstellungen haben und sie ihre eigene. Dass beide Seiten wissen, was möglich ist. Aber ich freue mich auf die Zusammenarbeit und auf das Zusammenkommen, das Zusammentreffen. Wir sind in einer mega coolen Location heute in Zürich. Und ja, wir haben jetzt zum ersten Mal das Tech-Team kennengelernt. Wir sind zusammengekommen und probieren jetzt für die Performance etwas zusammentüfteln. Was für uns beide komplett aus der Komfortzone ist. Also ich bin wirklich eine Oma, was Technik angeht. Es steht komplett über meiner Kompetenz. So etwas Interaktives ist uns auch sehr Neuland. Ihr wisst nicht genau, was wir alles haben. Ich habe keine Ahnung, was ihr alles vorbereitet habt. Ready? Let's begin. Es ist halt einfach etwas Cooles, wenn du in einem Raum bist und beide sind einfach am Sprießen von Kreativität und von machen wir etwas. Aber die Zeit ist ultra knapp. Es wird definitiv ein sehr intensiver Monat. Was ein Knackpunkt könnte sein, ist, weil beide Gruppen schon sich ganz viele Gedanken gemacht haben und schon etwas vorbereitet haben, dass sie sehr verfahren sind vielleicht. Für uns ist es eben wichtig, dass wir einen roten Faden ziehen können. Wir werden auch AI mit einbinden, um ein paar Visuals noch aufpeppen. Ich glaube, es wird viel, viel grösser und viel mehr, als ich eigentlich mir vorgestellt habe. Pull it up, pull it up. Jetzt, was wir machen, ist das mal ausplanen. Wir wissen,
das wird uns sehr fordern. Aber genau das schätzen wir auch, dass Swisscom uns da zusammenbringt und Kollaboration in der Schweiz fördert. Ja, und mir ist erst jetzt bewusst worden, eigentlich die Bewegungen und die Choreo und die Vorstellung, die wir von der Show haben, kann viel, viel krasser und heftiger mit dieser Zusammenarbeit sein. Video Audition for the Energy Open Air. Ich fühle mich gut. Ich bin happy. Wir haben es angebracht. Es hat viele Knackpunkte gegeben. Die letzte Woche. Es war purer Stress. Wir haben wenig geschlafen, wir haben diskutiert, wir haben gestritten. Also wir müssen auf jeden Fall noch mal proben, auf jeden Fall noch ganz viel reden und besprechen. Also es ist noch nicht fertig. Aber wie gesagt, ich vertraue ganz viel und ich weiss, wir werden das schaffen. Nach dem Treffen haben wir wirklich eigentlich tagtäglich Kontakt gehabt und wirklich viel diskutiert, viel geredet. Also unser Plan war, dass mit Human gegen Tech eigentlich Human with Tech wirkt, sodass man das fusioniert und eben zusammenschafft, gemeinsam bereit. Wir waren uns nicht auch immer einig. Wir haben wirklich probiert, einen Kompromiss einzugehen. Für das Choreografische, für das Tänzerische haben wir andere Präferenzen gehabt als jetzt zum Beispiel Nexthype, weil die sind mit der Musik komplett auf etwas anderes gegangen als wir. Und es hat recht viel Zeit genommen. Es hat sehr viele Probleme natürlich gegeben. Der Zeitdruck und also die letzten 24 Stunden vor Abgabe haben wir nachher riesige technische Probleme gehabt. Es hat alles nicht funktioniert, wie es sollen. Ich war selber eine ganze Woche wirklich krank. Also ich habe bei der Endprobe wirklich die ganze Zeit mich muss übergeben und Fieber und wir sind einfach, ja, also es war wirklich ein riesen Drama. Human X Tech. Give it up for Connect to Create and Next Hype. Also der Stresslevel in den letzten paar Tagen war immens hoch. Aber wir sind jetzt da, wir haben es geschafft, wir haben das Unmögliche möglich gemacht. Darum, ich bin zuversichtlich und kann es kaum erwarten, dass wir uns sehen. Aber logisch ist so ein Kribbeln da und ich weiss jetzt schon, morgen wird es mega kribbeln. Einfach zum Wissen, okay, jeder weiss, was passiert. Jeder gibt einfach Vollgas. Und ja, wie ich gesagt habe, ich bin ein bisschen nervös. Morgen werde ich nervöser sein, weil ich weiss, es wird richtig geil. Höchstleistung mit digitaler Kunst. Human X Tech. Give it up for Connect to Create and Next Hype. Installation in progress. Brutal. Also, und es ist so schnell vorbeigegangen. Es ist einfach so, boom. Wir waren ganz unten und haben zugeschaut. Und die sind natürlich ganz oben. Und es ist surreal, surreal.
die ganzen Leute, die ganze Energie. Es ist einfach wieder ein Grund mehr, wieso sich das Leben und einfach die ganze Arbeit lohnt. Es war einfach das Miteinander, es war eine Connection da und null Zweifel. Wir müssen das alles noch verarbeiten. Wir sind gerade erst auf der Stage gekommen. Und ich habe das Gefühl, in so einer Stunde, zwei werden erst mal Gemüter sich beruhigt haben und dann ja, alles einsinken lassen. Also, was Swisscom mit der Idee auf uns zugekommen ist, haben wir die Challenge gesehen. Wir sind uns nicht sicher gewesen. Aber heute können wir sagen, wir haben es gemeistert. Wir haben es geschafft. Wir haben Human und Tech verbunden. Wir haben etwas Krasses geliefert. Und es ist etwas Unglaubliches, was wir nie mehr vergessen werden.